Hallo, wir wissen schon, wir haben hier zwei rechtwinklige Dreiecke. Da sind die rechten Winkel, also zwei 90-Grad-Winkel. Hier sind zwei 37-Grad-Winkel. Weil das so ist, dass hier zwei 37-Grad-Winkel sind, wissen wir, dass diese beiden Dreiecke ähnlich sind, denn dann sind alle Winkel gleich. Wir wissen auch über ähnliche Dreiecke, von den Strahlensätzen her wissen wir das, dass alle ähnlichen Dreiecke gleiche Seitenverhältnisse haben. Hier also am Beispiel gezeigt, wenn ich die grüne Seite durch die gelbe teile, das heißt also Seitenlänge grün geteilt durch Seitenlänge gelb, dann bekomme ich das gleiche raus, wie wenn ich diese Seitenlänge grün geteilt durch diese Seitenlänge gelb rechne. Und dieses Seitenverhältnis in rechtwinkligen Dreiecken mit einem 37-Grad-Winkel, das hat einen besonderen Namen. Es nennt sich Sinus 37 und ist ungefähr 0,6. Bevor ich zur allgemeinen Definition komme, möchte ich... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com